Leute, heute sind wir wieder in Deutschland unterwegs. Ben und Elina sind auf Deutschland-Tour. Und zwar, das seht ihr daran, weil hier alles zensiert ist. Wir sind nämlich wieder in Geogesser-Duell. Es ist wirklich alles zensiert hier, was ist denn? Ben und ich machen hier wieder ein heißes Duell. Und vielleicht stehen wir heute vor deiner Haustür. Malereibetrieb. Oha, Ben hat da was gefunden. Aber ja, aber da sieht man nichts, Elina. Brauchst du gar nicht irren. Okay, Apfelbäume. Äpfel wachsen ja grundsätzlich nur... Spaß. Warte kurz. Malerbetrieb. Brauchst du denn nichts probieren, Elina? Ja, ich glaube, ich sehe da eine Zahl. Mir fehlt nur eine weitere Zahl und dann habe ich den Lachs gelöst. Kannst du ja gern probieren. Ich fahre ja die Street runter. Hier ist eine Tanke. Hat die vielleicht einen Namen? Ja, Autotechnik Lennart oder so. Bringt mir auch nichts weiter. Boah, die ist ja randvoll, die Tanke. Da ist kompletter Betrieb. Oh Gott, das Geogesser-Mobil ist schief geworden auf einmal. Du baust einen Unfall. Ja, das ist auf einmal schief gewesen. Voll komisch. Da ist ein Penny. Wir gehen mal zum Penny, weil da Penny... Da bin ich auch gerade. Penny eröffnet immer manchmal neue Türen. Ah, was steht hier? Ah, keine Telefonnummer. Das ist schon ein bisschen schade jetzt. Ah, zu Penny kann man nicht. Doch, kann man. Ab zu Penny, Leute. Oh, da ist eine Bushalte. Oh, ah, okay. Mhm. Nein. Das ist schon mal... Das ist jetzt schon mal eine heiße Sache. Ah, okay. Ich weiß die Stadt. Echt? Ja, ich weiß die Stadt, aber... Kannst du keine Sache. Ich habe keine Ahnung. Rauschender Ring, da weißt du, wo das ist. Ja. Woher? Na, die Profi. Gartenstadt? Ja. Ist das die Gartenstadt? Ich denke, das ist eher ein Teil. Das soll halt nicht die Stadt heißen. Gartenstadt, ja. Nein, ist es nicht, oder? Ben, ich mache hier die Kiste einmal ganz kurz. HVV, Hamburger Verkehrs. Irgendwas, oder? Hamburg. Ich mache hier die Kiste für Benson zu, Alter. Hamburg. Ich hoffe, das ist die richtige Ecke. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch die falsche Ecke sein. Oh. Wir sind beide in Hamburg. Du hast gewonnen. Bin aber näher dran. Ich hab gewonnen. Nee, du hast gewonnen. Ich bin... Mann, du bist ja wirklich ein Millimeter. Wo ist das denn? Das ist ja übel cool. Das war ein 6 Kilometer Unterschied, Ben. Das ist ein Stadion, Elina. Oh, ist das Olympiastadion? Guck mal, man sieht hier... Das man ist der Mensch, den Geogesser-Menschen. Das ist ja brutal cool. Was? Okay, irgendwo in Deutschland muss das ja wohl sein. Sieht bei dir das Stadion auch überschief aus? Ja, weil der Typ halt schief steht. Das ist auf jeden Fall ein Football-Stadium. Gott, wo wird ein großes Football gespielt? Kein, ich wusste nicht, dass es nur so ein Stadion gibt. Oh, der arme Kerl muss hier über das ganze Feld hier latschen. Und ich jetzt auch. Kann man sich das angucken? Ah ja, der läuft ja wirklich drüber. Man kann hier durch die Gegend gehen. Läuft der auch raus? Das würde mir mehr helfen. Ja, das wird mir auch mehr helfen, weil... Nee, okay. Man kann nur über das Feld gehen und wieder zurück. Scheiße. Ja, keine Ahnung. Was ist denn so eine Sportstadt? Ich muss taktisch spielen. Weiß nicht, wo es liegt, aber ich weiß auf jeden Fall, in welcher Stadt. Also habe ich einfach schon die Stadt angedrückt. Ja, ja, man sieht es, es steht an einer Stelle. Riesengroß. 4 Sekunden. Scheiße. Hab taktisch gespielt. Ja, ich wusste, das ist München. Was? Wo ist das? München. München. Warum hast du nicht gedrückt? Du bist One-Hit jetzt, Edina. Ja, ich wollte drücken, aber ich hab's nicht geschafft. Ich war, weißt du was, mit meiner Nervosität und so, keine Ahnung. Das waren auf einmal die 15 Sekunden waren vorbei, Digga. Muss man sich beeilen, beeilen am Ende. Mann. Hätte ich mal richtig schnell gedrückt auf Hamburg in der ersten Runde. Man, dann stimmt, man muss auch taktisch sein, ja. Ja, ohne Witz, dann hätte ich dich instant zerrippt. Der oh, Druck, weiß, der macht's. Ist. Jetzt, ernsthaft? Also, naja, vielleicht. Ich muss nur gucken, wo das genau ist. Ah, okay, ich habe hier eine Sushi-Bar. Dann weiß ich jetzt auch, wo das liegt. Wo das liegt. Ah, okay, ich habe hier was Besseres. Ja, es muss halt hier sein. Aber wo genau, das weiß ja wirklich jetzt nur. Das weiß ja jetzt niemand, ne? Ah, okay, jetzt habe ich es auch gefunden. Weißt du, wo es ist? Ich glaube schon. Kriege ich einen Straßennamen raus hier irgendwo? Aber das mit dem Stadion war übel cool. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das wusste ich auch nicht. Was haben wir hier? Straßennamen haben wir. Müssen wir jetzt nur hier irgendwo finden, ey. Könnte aber natürlich du überall sein. Du weißt sogar die Stadt, ja? Ich weiß, also genauer gesagt kenne ich nur das Bundesland. Bundesland? Krank. Ja, also das ist jetzt nicht so krank. Weil... Na, vielleicht bin ich da auch auf dem Holzweg, Elina. Ich finde die Straße niemals, Leute. Das könnt ihr komplett vergessen. Ich finde die Straße auch nicht. Ich finde ja noch nicht mal die Stadt. Elina, weißt du eigentlich, dass ich jetzt voll ASMR-mäßig auch reden kann? Okay. Ja, ich drücke jetzt einfach in ihn, oder? Wer die Straße nicht findet. Finde ich eine Menge Straßen. Finde ich jetzt die... Boah, keine Ahnung.
bin da, glaube ich, komplett falsch. Ich war auch, glaube ich, noch nie in der Stadt, zu meiner Verteidigung. Okay, dann haben wir auf jeden Fall unterschiedliche Sachen gefunden. Echt? Ich war schon mal vielleicht liege ich aber... Na, ich weiß, vielleicht liege ich auch falsch. Ey, genau. Ich hasse dich, Ben. Rein da, Elina, jetzt hier mal. Nee, hier ist die Straße auf jeden Fall nicht. Wir müssen drücken. Hey, der hat weggemacht. Ja, moin. Nee, ich, du hast... Ah, nee, du hast gewonnen. Ich hab komplett verloren. Ja, da stand doch der Friseur Tempelhof. Weißt du, was ich gefunden habe? Ich habe einen Schrebergarten gefunden, der hieß Württemberger Schrebergarten. Ah, das ist natürlich, das ist eklig. Und aber da war Friseur Tempelhof und das konnte ja dann nur Berlin sein. Ach Mann, und die Straße hieß auch Württembergische Straße. Ah, das ist eklig. Das, ja. Da habe ich mich verfangen. Wir starten eine Revanche, Leute. Letztes Mal haben wir Ben absolut zerfetzt. Und dieses Mal... Weiß ich nicht, ich habe übelst geführt, dann ist alles so ein krasses Comeback gemacht. Dann hatte ich einen Gast, der war 100 Meter davon entfernt, Alter. Und dann... Das ist auf jeden Fall im Westen, so coole rote Straßen gibt es im Osten nicht. Oh, da haben wir was. Oh nein. Kann wieder kein Mensch lesen, was ist das denn? Ben hat wieder was. Ja, ich hab's noch nicht. Ich glaube, ich habe hier eine Schule. Na, Leute, kennt das jemand? Geht da jemand vor... Man kann das nicht lesen, das ist doch nervig. Geht denn das nicht? Ja, das ist, glaube ich, keine Schule, das ist ein Krankenhaus oder so. Ja, das Schild kann man nicht lesen vom Krankenhaus. Aber lass zum Krankenhaus fahren, das hat doch bestimmt eine Ortsbezeichnung. Och Mann, ey, das Krankenhaus. So eine Enttäuschung. Ey, bist du, wie schnell fährst denn du? Ja, bist du durch die halbe Ortschaft schon gedonnert? Ich dachte, du bist schon richtig schnell irgendwo hingedonnert. Nein, ich habe die ganze Zeit versucht, das Schild zu lesen. Aber es ist halt nicht aufgegangen. Warte mal, das sieht doch auch vielversprechend aus. Es ist geschwärzt! Ich bin gebrochen. Jetzt hast du was. Oh, ich glaube, oh, Ben, das ist jetzt... Wie schnell bist denn du zu mir? Ich bin immer noch nicht beim Krankenhaus. Wie schnell bist du da hingeraced? Oh Gott, aber ich... Das Krankenhaus, das finde ich nicht. Ich kenne das Krankenhaus, aber ich finde das nicht. Haselkamp, ey. Längste Straße Deutschlands. Boah, das finde ich nicht. Welches Krankenhaus, Elina? Ich finde es... Oder? Ich kann das Schild entziffern, aber... Ja, das soll ich nicht... Mann, der fährt hier nicht mehr weiter, genau da, wo so ein Schild ist. Bleibt ja einfach stehen. Boah, ich muss hier irgendwie den Ort mal finden. Zack, wir gehen hier lang, Leute. Ich bin aktuell noch komplett im Dunkeln. Wir brauchen eine Busse oder so. Eine Busse, ja. Irgendwie sowas. Das Was ist das für eine Straße? Die kenne ich alle nicht. Da wohne ich doch nicht. Boah, schöner Bus. Ja, das ist auf jeden Fall Vorstadt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, hätte ich auch gesagt. Sieht sehr vorstadtmäßig ja, aus. Ja, ultra vorstadtmäßig. Boah. Das wird jetzt random. Das könnte ein One-Shotter werden, Elina. Nee, wird keiner. Keine Sorge, Ben. Noch einfach Mitte von Deutschland so. Ja. Also ich bin jetzt wieder am Anfang. Ich habe keine Ahnung, Elina. Ich bin einfach rumgefahren. Ich habe hier ein Auto gesehen, aber das ist so krank zensiert. Keine Ahnung. Keine Chance. Huch. Jetzt hat aber unser Auto hier einen Sprung gemacht. Nee, hier ist Schluss im Bus. Und hier ist ein Neubaugebiet. Mann, das finde ich nicht. Hast du eine Ahnung? Ich habe eine Ahnung, ungefähr. Aber ich habe gar keine. Ich mach mal hier so. Oder hier. Guess! Habe ich da ein Schild? Oh nein, das ist safe. Bitte ein bisschen hochauflösender. Ach, so eine Kacke. Das ist, ich sag einfach mal, ich sehe das bei den Niederlanden. Ich sehe das bei Osnabrück sehe ich das. Du hast ja übel gut, woher wusstest du das? Ja, geht noch 3000. Aber das wusstest du, dass Hamburg das ist? Das war das Amalie-Krankenhaus irgendwo in Hamburg. Ah. Das ist halt ein Kenner. Wo sind wir denn hier? Das ist eine Autobahn. Dann gehen wir mal die Autobahn. Aber das könnte Berlin sein, so sehen Straßen da auch irgendwo aus. Jeckelchemie. Muss man nur wissen, wo die stattfindet. Okay, hier ist eine Müllabfuhr. Müllabfuhr ist auch strong, es steht oft dran. Aha. Müllabfuhr muss ja dann eigentlich... Zapfdeikfuß. Ah, da weiß man natürlich, wo es liegt. Mann, weil hier keine Telefonnummer steht. Ich hasse Mann, der fährt genauso schnell wie die Müllabfuhr. Man holt da nicht auf. Jeckelchemie. Hast du das gerade eben nicht gesagt? Was? Hä? Oh mein Gott. Warte mal, das ist gut. Okay, das ist ein komplettes Dorf. Ich fühle mich gerade so verkauft. Warum? Also ganz ehrlich, Ben, ich glaube, das ist ein Heimspiel für dich hier gerade. So, das ist... Ich weiß, also ich kenne schon mal die Ecke... Ich muss das jetzt nur finden, das ist auf jeden Fall nicht, also ist kein Bezug zu dir. Ja, wo ist denn dieser Ort, ey? Keine Ahnung. Ach so, ich könnte es auch ein bisschen eingrenzen. Mann, niemand gibt mir hier Tipps, was soll denn das? Ja, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wo das in Deutschland liegt, ehrlich gesagt. Also ich habe eine Ahnung, aber... Ha,
passt doch praktisch. So, gucken wir mal. Das ist... Okay, die Ecke habe ich jetzt, glaube ich, auch ungefähr. So, hier. Jetzt muss ich... Ach, come on, Elina. Du findest... Du schaffst es. Oh. Bin hier auf einer richtig heißen Spur. Aber ich finde dieses blöde Dorf hier gerade nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ich mache hier gerade einfach... Ich mache einfach mal. Weißt du? Ich mache einfach mal. Und zwar... Dann gehört es mit hier. Oh Gott. Ich mache hier. Guess. Das muss sehr nah dran sein, weil ich habe die beiden kleinen Mini-Dörfer habe ich hier gefunden. Was? Die hast du? Ja, die habe ich hier gefunden. Das muss hier sein. Ich hätte bestimmt auch die... Oh, guck mal, ich bin hier. Alter, du warst ja in Nürnberg. Ja, ja, ich hab da. Ich hab da. Oha, ich war voll nah dran. Ich fühle mich jetzt voll beleidigt. Übel nah dran. Aber ich war so weit weg, war ich auch. Also ich war auch schon nah dran. Puh, da habe ich aber anders hier die Straßen erkundschaftet. Okay. Westfeeling GmbH, Reifenservice, Altmetall. Wie sieht mir das aus? Mhm. Könnte. Mhm. Aha. Okay, die Stadt habe ich schon mal. Ja, die habe ich auch, aber keine Ahnung, wo die ist. Keine Ahnung, wo die Stadt ist. Weißt du nicht mehr, wo du wohnst, Ben. Ist Berlin? Ach, das ist eine andere Stadt, ehrlich gesagt. Nee, ehrlich jetzt? Ja, du hättest es so und so, hättest du es herausgefunden, nehme ich mal an. Sicher, dass es Berlin ist? Ja, 100 pro. Ich habe so viele Evidences. Also, welche? Ja, ich habe zweimal Berlin gelesen und auf der Litfaßsäule, da steht auch überall Berlin drauf. Aber ich habe schon dreimal Westfeeling jetzt gelesen. Westfeeling? Vielleicht ist es ein Ort in Berlin. Beste? Ah, das kann sein. Gucken wir mal. Oh, Straßenschild? Nein, Lidl. Oh, Lidl hat mich gescammt. Westfeeling müsste da ein Stadtteil sein. Bin ich hier schon mal rumgefahren? Ich fahre ja sehr oft in Berlin manchmal rum. Müsste dann im Westen sein, oder? Müsste ja Westfeeling. Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich suche aber gerade noch mehr. Nach sowas suche ich hier. Kann ich nicht lesen. Perfekt. Bauen wir mal weiter. Wird auf jeden Fall absolut fett gebaut. Oh, okay, ich habe einen Straßennamen. Das ist immer sehr wichtig, denn in Berlin, da kann man sich schon ganz schön gut orientieren. Oh, ich sehe eine Kirche. Vielleicht kenne ich die Kirche, ja? Okay, dann ist das schon ein bisschen älter. Ah, okay. Jetzt habe ich einen Stadtteil. Ich habe einen Stadtteil. Gut. So, wo haben wir diesen Stadtteil? Der ist doch... Das habe ich. Guess. Ich denke, es muss hier sein. Eigentlich müsste ich sogar noch ein bisschen weiter zurück, aber... Ich glaube auch, das ist... Das ist jetzt eine richtig krasse Entscheidung. Das ist jetzt eine Millimeter-Entscheidung. Nee, ich gehe auch noch mal ein bisschen weiter runter, denke ich. Ich hätte auch weiter runter gehen müssen, weil von da bin ich ja schließlich gekommen. Aber mittlerweile habe ich gar keine Ahnung mehr, von wo ich gekommen bin. Oha, Ben, bist du schlecht? Was ist das denn? Du bist ja komplett nah, Hilfe! Ich wurde absolut vernichtet. Hä, hey, lebe ich doch? Ja, du lebst. Ah, ich lebe noch. Hä, warum war ich so schlecht, verdammt? Was, hä? Du, von wegen, du weißt, wo die Straße ist. Hä? Ich war an der Straße, aber... Hab ich gemerkt. Hä? Das ist Google 2020 angeblich. Das glaube ich. Nein, das ist auf keinen Fall 20. Das ist auf jeden Fall, boah, krasser Fluss. Können ja nicht viele sein eigentlich. Oh, das sieht mir aber wieder sehr nach was aus. Das sieht mir sehr nach der... Schild? Oh nein! Lol. Oh nein. Oh nein. Was? War ich da schon mal? Oh, guck mal. Der lässt sich wählen. Kenn ich nicht. Sorry. Also die Straße kenne ich, aber ganz ehrlich, die Straße gibt es auch in anderen Städten in Germany. Ja, er sieht halt Hamburg-mäßig aus, ne? Ja, schon irgendwie. Oh, cool, hier ist auf einmal Sommer. Könnte aber auch Berlin sein. Boah, voll der fette Megafluss. Oh Gott. Ich kann dir nicht sagen, was das für eine Stadt ist. Weil wir komplett am Verlieren sind, müssen wir ein bisschen taktischer wieder mal rangehen. Nicht lang warten. Go. Also der Finde Fluss ich jetzt ist, eklig. Der Fluss ist relativ klar. Finde ich jetzt ziemlich eklig von Fluss dir, muss klar, ich sagen. Fluss ist klar, wie Großbrühe, Dina. Finde ich eklig. Warum denn, hä? Ich bin komplett am Verlieren. Du hast maximale Punktzahl. Ich nehme jetzt das. Nein. Ich bin verloren, Alter, wie bitter.
Nee, ich lebe noch. Ach, als ob der immer noch lebt. Hallo, geh doch mal tot. Oh, was ist das denn für ein schönes Städtchen hier, wo wir den Win der Woche holen können? Hey. Ah, okay. Ich sehe eine Straße. Ja, ich auch, aber die könnte es auch in jeder Stadt geben. Barbarossa Straße, Münchner Straße. Toll. Katina ist sich so sicher, dass sie das hier einfach verrät. Ich meine, ich hatte es eh auch schon gelesen, aber... Aber du kannst es. Ich sag dir ehrlich, eine Münchner Straße gibt es in Berlin auch. Die gibt es sogar in meiner Stadt. Ja, also das ist nicht sehr... Hey, bleibt ihr einfach stehen, oder was? Ja, bei mir auch. Ohne Witz wieder zurück. Rückzug, Leute. Ah, ja. Okay, die Stadt, die weiß ich, glaube ich, safe. Die sind ständig irgendwo Sackgassen. Okay, die Stadt, die weiß ich wirklich safe. Ja, mein Gott. Aber das kann ja jetzt wirklich überall wieder hier sein. Ja. Das ist ja so riesig. Wenigstens ein Stadtteil hätte. Ja, den wünschte ich mir auch. Hm. Stadtteil wäre halt ein Gamechanger, aber... Das wäre jetzt wirklich ein Gamechanger, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Keine Ahnung, wo einer dieser Straßen sein soll. Die gibt's nicht in dieser Stadt. Ja, die gibt's schon, aber ich habe mal zwei Straßen zu finden in der Stadt, ist schon... Ja, ich habe schon drei oder so. Wir müssen mal ein bisschen Druck jetzt hier machen. Oh, nö. Und taktisch spielen. Nö, Ben, das finde ich jetzt aber blöd. Go! Tja... Naja. Dann nehme ich was noch herausgefunden. Machen. Nein, er hat was rausgefunden. Oh, das ist nämlich Berlin, das habe ich rausgefunden. Und dieses andere Comeback. Boom. Nein. Ich habe nämlich, wenn so durch die Straßen gedüst und dann steht da plötzlich auf der Seite das älteste China-Restaurant Berlins. Nein. Nicht so, ah! Und dann habe ich einfach jetzt Berlin gerusht. Junge, was ist denn das für ein Teil von Berlin? Da gibt es die Aschaffenburger Straße, die Bamberger Straße, die Münchner. Die Münchner Straße. Und das ist dann in Berlin? Nenn mich doch gleich München. Was für ein wichtiges Comeback. Leute. War komplett unverdient. Damit hat Ben uns auf einmal zerschnetzelt. Das hätte ich niemals geahnt. Leute, okay. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und haut rein, Leute. Tschüss.